Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play Pokémon Feuerrote Edition. Ich habe vom letzten bis zu diesem Part heftig gelevelt, habe ich euch ja im letzten Part mal gesagt. Und wir haben dafür schön coole neue Pokémon, also keine neue Pokémon, sondern richtig starke. Mari mittlerweile Level 33, Hildegard Level 33, Zeus Level 34 und Aquila hat auch Level 33 erreicht. Wir können uns mal die Berichte ein bisschen anschauen, was denn in der Zwischenzeit so passiert ist. Wir haben hier Geheimpower erlernt, genauso wie Bodycheck. Und Flammenrad hat er mit der letzten, mit Level 31 jetzt gelernt. Eine coole Feuerattacke, die wird uns noch nützlich sein. Jason ist so geblieben, wie er war ja der Stärkste. Susie hat auch eine neue Attacke dazugelernt, in dem Fall Flügelschlag. Dafür haben wir den Sandwirbel vergessen. Dann kommen wir Hildegard, die hat gar nichts Neues, bei der ist alles beim Alten geblieben. Und bei Mari, muss ich kurz überlegen, haben wir auch keine neue Attacke dazugelernt. Ist alles beim Alten geblieben. Wir haben auf jeden Fall jetzt stärkere Pokémon. Und ich habe es euch angedroht. Auf Level 33 gibt es eine Entwicklung bei unserem Mari. Der wird jetzt nämlich zu Nidoking. Nimm den Mondstein. Hey, Mari entwickelt sich. Oh, da wie lange du drauf gewartet? Bam, bams. Jawohl. Mari wurde zu Nidoking. Geile Scheiße, jetzt haben wir unser Nidoking. Ich würde sagen, momentan sogar das stärkste Pokémon in unserem Team mit 106 KP. Ach, geile Scheiße, wir haben unser Nidoking endlich. Mit der Entwicklung mit Aquila warte ich noch ein bisschen, denn ich habe mir zwischendurch noch ganz schnell einen Feuerstein geleistet, denn so entwickelt sich ja Fukano zu Arcani. Da werden wir aber noch ein bisschen warten müssen, denn er darf jetzt erstmal die nächste Arena rocken. Wen kommt er an Platz 1? Denn als nächstes haben wir eine Pflanzenarena vor uns. Und die darf sich jetzt Aquila kümmern. Sofern wir heute schon reinkommen. Danach, glaube ich, werden wir uns um Team Rocket hier in der Stadt kümmern. Dann geht's nochmal. Ich glaube, ja, dann war's das eigentlich schon wieder. Für den Part. Na, kommt drauf an, was wir in dem Part eigentlich alles schaffen. Heute gibt's auf jeden Fall einen längeren Part mal. 20 bis 25 Minuten habe ich mich dazu entschlossen. Und ich würde sagen, Aquila rockt jetzt die Bude. Ich sollte dir etwas über diese Arena erzählen. Nur echte Damen sind hier zugelassen. Okay, dann für jeden Kerl ein Paradies, würde ich sagen. Ganz viele Frauen um dich herum, aber die wollen alle nur kämpfen. Deswegen würde ich sagen, Aquila, it's your turn, baby. So, wir haben nur eine Feuerattacke mit Aquila bis jetzt und das ist jetzt Flammenrad. Vorher konnte er noch Glut, aber die habe ich für Flammenrad vergessen, weil ich eigentlich bis Geheimpower und Bodycheck eigentlich eine sehr gute Attacke fand. Die wollte ich ihn nicht vergessen lassen. Von daher, Flammenrad, mein lieber Aquila. Oh, das rockt rein auf Level 33. Bans, Schauknopf-Fenser. 414 Erfahrungspunkte. Das nächste kommt ein Ultrigaria. Wie gesagt, Aquila wird jetzt diese Arena einfach mal, weil er es kann, rocken. Flammenrad, Bans. Und ich sehe, wir sind eigentlich doch jetzt durch das ein bisschen überlevelt, oder? Kann das sein? Da ich doch ein bisschen zu viel gelevelt habe, das macht ja das Ganze jetzt ein bisschen langweilig, wenn die alle so nur Pokémon Richtung Levels 23, 24 haben, wird das ja recht langweilig nach einer Zeit. Aber wir gehen auf jeden Fall hier jeden einzelnen Trainer durch. Mir wurde schon langweilig. Na, mir ist es nicht langweilig. Ich mache hier meinen Part, ich sitze hier gemütlich an meinem Schreibtisch, hab nebendran Bierchen stehen, also mir geht's gut. Mirapla wird eingesetzt von Salma. Level 21, wie gesagt, ich komme mir irgendwie jetzt gerade ein bisschen overpowered vor. Das liegt vielleicht daran, dass ich auch overpowered bin momentan, aber ich habe es ja nur gut gemeint, dass ich so viel gelevelt habe in der Zeit, aber na, kann man nichts machen. Bau, bau, ciao Mirapla, das war's für dich, yeah. Nee, es kommt ein Knopfenser, wir bleiben für das erste bei Aquila. Wird erstmal die Arena rocken. Und ja, was gibt es nebenbei momentan so zu erzählen, Leute? Ich werde demnächst operiert. Ja, da freue ich mich gar nicht so drauf. Ich muss am Zeh operiert werden. Ich habe da vor einem halben Jahr eine Schraube reingedreht bekommen. Die bekomme ich jetzt wieder rausgedreht. Finde ich richtig geil. Also,
im negativen Sinne, denn ich mag es irgendwie nicht, um dann OP-Tisch zu kommen. Weil, ich weiß nicht, so OP-Tisch und Narkose, du pennst zwar die ganze Zeit, aber irgendwie, ich habe da immer so ein ungutes Gefühl. Ich mag es eigentlich nicht so, unter Narkose gesetzt zu werden. Wie sieht das bei euch aus? Seid ihr jemals operiert worden oder hattet ihr mal eine Narkose oder so? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Also ich fühle mich da immer irgendwie ganz komisch vorher, wenn ich da die Sachen gelegt bekomme und ich so langsam dann müde werde und dann irgendwann einschlafe und dann in einem kargen Zimmer neben zwei, drei anderen Leuten aufwache und ich mir denke, was ist denn jetzt passiert hier? Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das ein bisschen unangenehm. Ich mag es nicht sonderlich. Ja, da muss ich jetzt wieder durch. Ja, wird jetzt nächsten Dienstag passieren. Da freue ich mich absolut gar nicht drauf. Aber da muss ich halt jetzt durch, würde ich sagen. Naja, deswegen wird es wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch wahrscheinlich auch keinen Part von mir zu sehen geben. Vielleicht schaffe ich es noch einen hochzuladen, vielleicht aber auch nicht. Kommt drauf an, wie ich dazu komme. Aber nehmt mir nicht krumm, wenn nächste Woche mal ein bisschen weniger Parts kommen. Wenn ich einfach... Ups, jetzt habe ich bis eingesetzt, ich bin im Kopf. Wenn ich dann letztendlich einfach im Krankenhaus bin und auch operiert werde, das müsst ihr dann verstehen. Es wurde mir vergiftet, so eine Kacke, ey. Da habe ich einmal nicht aufgepasst, Mann. Flammenrad, Akia. Akila. Akia, klar. Bands. Ciao, Knoffensi. Knoffenser wurde besiegt. Wir erhalten wiederum ein paar Erfahrungspunkte. Nochmal ein Knoffenser. Wir bleiben bei Akila. Die sollte das in einem Rutsch eigentlich hinbekommen. Nachdem er mal wieder von Gift vergiftet wurde. Echt geil. Ich mag irgendwie Gift nicht. Das nervt irgendwie immer. Wir müssen mal durch, aber die Arena wird eigentlich locker lässig sein. Wir haben jetzt noch ein paar Trainer vor uns. Ist gut für die Erfahrung unseres Akila. Und ja, jetzt werde ich erstmal Fett Gegengift einsetzen. Müsste ich eigentlich auch noch haben. Jawohl. Akila bekommt mal Gegengift auf die Schnauze. Bitteschön. So, auf der anderen Seite war, glaube ich, auch nochmal eine Trainerin. Um die werden wir uns auch noch kümmern. Hast du nicht schon einmal hier hereingeschaut? Ja klar, ich bin ein kleiner Spanner, der hier durch die Fenster schaut, was ihr Weiber hier im Gartenhaus so treibt. Ist mir doch egal, ob ihr euch eine Gurke schiebt oder so irgendwas. Gib mich die an. So, gegen ein Bisasam, Level 24 nur, also, ich weiß nicht. Sind wir jetzt wirklich so overpowered oder? Ich glaube es eher nicht. Schwer zu sagen. Jedenfalls setzen wir wieder Flammenrad ein, unsere neue Feuerattacke von Akila Vulcano. Und ja, läuft doch eigentlich ganz gut. Bisa Knosp. Oh. Ist doch mal interessanter hier. Ein Bisa Knöspchen. Finde ich interessanter, aber auch nur Level 24. Jetzt haut doch mal hier die Pokémon raus, Leute, echt. Aber unser Team ist ja fast vollständig. Fast. Uns fehlt nur noch ein Typ. Und zwar der Elektro-Typ. Den wir noch nicht gefangen haben, den wir aber bald fangen werden, hoffe ich. Soweit ich bloß gucken, wo ich unseren Elektro-Typ fange. Denn ich habe mich da entschieden für ein Pokémon. Ja, was soll ich sagen? Es wird ein Magnetilo. Ja, es wird ein Magnetilo. Denn ich finde Magneton eigentlich recht geil. Deswegen wird es ein Magnetilo und letztendlich irgendwann zum Magneton. Aber ja, dauert noch ein bisschen. Willkommen in der Pokémon-Arena von Prismania City. Unterschätze niemals die Girl Power. Ich werde niemals die Girl Power unterschätzen, denn ich habe eine Freundin und wenn die mal ihre Power rauslässt, dann. Ja, dann alle vergebenen Männer wissen, was ich damit meine. So, Akila. Come on, baby. Okay. Ich habe mir vom letzten Part mal ein bisschen den Kommentar durchgelesen von einem Abonnenten von mir. Der jetzt geschrieben hat wegen der Lavandia-Musik, dass er schon daran glaubt, dass das Syndrom wirklich passiert ist, dass auch wirklich die Kinder Selbstmord begangen haben, etc. Ja. Ich habe ja gesagt, ich werde auch ein bisschen mitdiskutieren über das Thema, noch ein bisschen. Also, ja, er sieht es halt so, dass das wirklich passiert ist. Ich kann es irgendwie nicht glauben. Ich habe mir das Original wirklich angehört, auch mehrfach angehört. Und ich habe irgendwie keine Paranoia geschoben oder irgendwas. Okay, ich hatte ein bisschen Herzrasen, komischerweise. So ein komisches Gefühl in der Magengegend. Aber nichts, wo ich jetzt sage, Messer. Also, ich weiß nicht. Es ist halt ein Mythos. Und ich würde eher sagen, ich weiß nicht, ob das passiert ist. Von meinem Menschenverstand her sage ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass es passiert ist. Aber jetzt sieht das ja vielleicht anders.
so wie jetzt mein einer Abonnent da geschrieben hat. Er glaubt schon daran, dass es passiert ist. Bin ich mal gespannt auf die nächsten Kommentare, die noch folgen werden auf dem Part. Und wie gesagt, ich werde da ein bisschen mitdiskutieren. Aquila wurde nicht besiegt. Aquila gewonnen und musste schon wieder gegen ein Bisa-Knüsschen antreten. Ja, super. Wir sagen nochmal Flammenrad oben drauf. Bands, ins geht Flammenrad aber so langsam auch ein bisschen aus. Das heißt, wir sollten. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Top-Aether dabei. Den werde ich dann auch noch einsetzen in der Arena. Und wir haben die nächste Arenerin bis. Trainerin besiegt. Arenerin, klar. So, hier in der Mitte auf jeden Fall die Arena-Leiterin. Wir werden aber trotzdem weiter uns um die anderen Trainer kümmern. Die haben ja fast alle durch jetzt. Noch zwei Stück. Die haben jeweils. Sie hat zumindest mal ein Pokémon. Und ein Owei. Oh Mann, mein Pokémon. Ja, wir fangen uns in der Safari-Zone ein Owei, das wir dann zu Kokowai entwickeln werden. Und alles drum und dran, den Kokowai finde ich ein richtig geiles Pflanzen-Pokémon. Deswegen wird Hildegard irgendwann, wie gesagt, aus dem Team fliegen. Leider Gottes, aber fürs Erste kann sie ja noch gute Dienste leisten. So, Owei wurde besiegt und wir halten 504 Erfahrungspunkte und haben somit Ramona besiegt. Bye bye Ramona, auf zur nächsten. Bring bloß keine Käfer oder Feuer-Pokémon hierher. Ja, zu spät. Ich habe meinen Feuerhund dabei, der kann euch ganz schön den Arsch versohlen. So, gegen zwei Pokémon nochmal. Mirapla von Göre Bea. Sollten wir eigentlich auch noch hinbekommen. Betroher wirkt mal gut. So, Flammenrad. Wobei, eigentlich brauche ich das gar nicht zu wechseln. Eigentlich brauche ich keinen Top-Aether einzusetzen. Ich glaube, die 7 Stück, die 8 Stück, die wir jetzt noch haben, sollten eigentlich reichen für die restlichen Pokémon dieser Arena, denn... Hier sind ja eh so ein One-Hit-Wonder hier in der Arena mit Einschlag tot. Außer bei dem einen Nofenser, wo ich auf Versehen Biss eingesetzt habe statt Flammenrad. Aber wir kommen hier eigentlich recht gut durch und ich glaube, groß was schief gehen dürft ihr nicht mehr. Level 35 für Aquila. Das heißt, nach der Arena gibt es nochmal eine Entwicklung zu sehen, würde ich sagen. Aquila wird sich dann zu Arcani entwickeln. Das wird eine geile Entwicklung, da freue ich mich drauf. So, aber jetzt kümmern wir uns um Erika, die Arena-Leiterin. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen, ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur, deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut, ich werde ohnehin nicht verlieren. Das wollen wir mal sehen, ob du gegen meinen Fukano alias Aquila was ausrichten kannst mit deinen drei Pokémon. Aber schon mal ein Satzenia. Oh, okay, auf Level 29. Okay, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Endlich mal Gegner, die was drauf haben. Flammenrad. Band. Verbrennen. Na, kein One-Hit-Wonder. Geile Scheiße. Stachelspore, ey, lass den Scheiß. Ah, Mann, ey. Lass mich in Ruhe. Biss. Was? Übertrank? Och Gott. Ernsthaft? Setzen wir halt noch ein Biss ein. Komm schon, Barnes. So, jetzt nochmal ein Flammenrad oben drauf. Ah, lass mich mit Säure in Ruhe. Weh, du vergiftest mich, du elender Drecksack. Danke. Zack. Ciao, Satzenia. Das dürfte uns zumindest mal schön fett Erfahrungspunkte einbringen. 1186, gar nicht so schlecht. Tangela sollten wir eigentlich auch ruckzuck besiegt haben. Welchen Level bist du denn? 24, oh Gott, das wird ja ein One-Hit-Wonder auf jeden Fall. Was macht denn das hier? Es verwurzelt sich. Okay. Das bringt ja aber, glaube ich, nicht viel, nachdem du jetzt wahrscheinlich den Geist aufgeben wirst. Genau, war mir klar. Ciao, Tangela. Wir erhalten 853 Erfahrungspunkte. Als nächstes kommt Giflor. Das einzige Pokémon hier, vor dem ich wirklich Angst habe, selbst als Feuer-Pokémon. Der Gifl hat fett was drauf auf Level 29. Wir setzen trotzdem... Ah, lass mich mit Säure in Ruhe. Verdammt. Ich glaube, wir setzen mal ganz Flix und Foxy mal noch einen Supertrank ein in den Kampf. Auf jeden Fall. Gifl brennt zumindest mal. Sehr fein. Naja, das... Ja. Na komm, ein Supertrank oben drauf für Aquila. Dürfte zumindest mal reichen, damit wir... Oh, Hyperheiler. Okay. Okay, das sollte eigentlich trotzdem reichen. Ah, du setzt noch einmal Säure ein. Das dürfte mir nicht mehr so viel ausmachen.
Jawohl, wir setzen Flammenrad ein und dürften gegrilltes Giflor am Spieß genießen. Ciao, ciao, Giflor. Hahaha. Spieler besiegt Leiter Erika. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Vielen Dank. Ich muss ganz kurz mal meine Beine hochlegen. So, der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen gehorchen. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Stärke außerhalb von einem Kampf anwenden. Nimm bitte dieses Geschenk noch mit. Team 19. Gigasauger. Dein Pokémon erhält die Hälfte der KP, die diese Attacke vom Gegner abzieht. Coole Scheiße. So, würde ich sagen, sind wir hier durch. Gehen wir schnell ins Pokémon Center, heilen unsere Pokémon ganz fix und Foxy durch. Da werde ich jetzt ganz kurz speeden. Nehmt's mir nicht böse, Leute. Ich speede gerne. Ihr wisst das mittlerweile, glaube ich, nach knapp jetzt 20 Parts. Auf hoch. Willkommen Pokémon Center, bitte heile meine Pokémon. Danke schön. Finde ich sehr sympathisch. Komm jederzeit wieder vorbei. Gerne. So Leute, ich würde sagen, es ist Zeit für die nächste Entwicklung. Und zwar von Fukano zu Akani. Geile Scheiße. Hey, Akira entwickelt sich. Geil, 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 Mann, geil, 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 super geil, oh, geil, oh. Scheiße, geil, scheiße, geil. Hallo, Akani! Akila wurde zu Akani, heißt trotzdem weiterhin Akila. Und diese Werte möchte ich mir noch ganz kurz mal reinziehen. 114, wow, okay, nichts dagegen. Und sonst, wie sieht es denn so aus? Angriff, fette Angriffspower auf jeden Fall. Die Verteidigung lässt zwar zu wünschen übrig, aber die Angriff, boah, Angriff ist wirklich geil. Initiative ist gut, Spezialverteidigung, Spezialangriff. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entwicklung. Jetzt haben wir zwei vollentwickelte Pokémon schon dabei. Für die zwei fehlen nur noch zwei Level. Haben die es auch geschafft. Aber die werden sie jetzt in dem Part, glaube ich, vielleicht noch bekommen. Je nachdem, wie es läuft. Denn wir müssen jetzt in die Spielhalle. Da werde ich jetzt nicht unbedingt speeden. Was bist denn du für einer? Oh, was soll ich tun? Jemand hat unsere Sylph-Scope gestohlen. Der Dieb kam aus dieser Richtung. Da bin ich mir sicher. Aber ich habe ihn verloren. Wo ist der nur hin? Ja, ich weiß, wo er hin ist. Ich kenne das Spiel ja schon. Wobei, wer kennt die rote oder blaue Edition von damals nicht? Denn hier steht er, ein Rocket Freak. Verschwinde von dem Booster, oder ich muss gegen mich kämpfen. Okay, wenn du das musst, mach das gerne, aber ich glaube, du wirst keine Chance haben mit deinem Radikalchen hier gegen unser Akila, unser Akani. Oh, ich bin so froh, dass ich dieses Pokémon habe, das ist so geil. So, Flammenrad, mein Lieber. Ciao, Radikal. Aber eigentlich wollte ich ja eigentlich jetzt andere zwei Pokémon noch trainieren, damit wir hier auch die volle Entwicklung dann haben. Und zwar wären das Jason und Susie. Ich mal gucken, ob es vielleicht in dem Part noch reicht. Dann hätten wir in dem Part auf jeden Fall vier Entwicklungen gesehen. Das wäre eine geile Scheiße. Von daher, Jason, hau mal noch auf die Kacke, damit du auch noch ein Levelchen höher bekommst. Hätte ich jetzt zwei Sonderbonbons oder so, würde ich das ganz fix Foxy machen, aber muss man ja nicht übertreiben. Mist! Siebe gewinnt, 640 Poké-Dollar. Du musst dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt wurde. Dann geh da hinten ruhig hin. Ich werde aber in der Zeit ganz kurz mal die Pokémon tauschen, damit Jason am Platz 1 ist. Sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus, das Team. Gefällt mir sehr gut. Seltsam. Hinter dem Poster ist hier ein Schalter. Tja, wow. Coole Treppe. Lalala. Oha. Willkommen in einem der Verstecke von Team Rocket. Ziemlich nervig hier unten, das wird echt eine nervige Angelegenheit. Ich glaube, wo gehen wir als erstes lang? Ich würde sagen, wir werden jetzt Etage für Etage abgrasen dann. Das heißt, hier sind jetzt zwei Trainer. Erstmal will ich hier unten das Fluchtseil mitnehmen, falls ich hier irgendwann mal raus muss. Wobei, ich habe ja auch Schaufler. Von daher würde ich sagen, auf in den Kampf!
du hast Mut, hier rein zu platzen. Mut? Das nennst du Mut? Ja, also... Ja, okay, ein bisschen Mut habe ich. So, Radikal wird eingesetzt. Wir kontern mit Jason. Der braucht nur noch nicht mehr viel Level. Dann haben wir einen Turtok. Das wird so geil. Das Team ist an sich jetzt schon richtig cool, muss ich sagen. Wenn wir dann wirklich Zaubos, Turtok, Akani, Nidoking. Das ist echt ein krasses Team. Also, damit bin ich sehr zufrieden. Also, ich bin sehr zufrieden, so wie es läuft. Bekommen wir vielleicht noch einen Kokobayam und noch eventuell einen Magneton. Ja, ich könnte da gerne ein bisschen mitdiskutieren, ob ihr vielleicht doch ein anderes Pflanzen-Pokémon sehen wollt. Oder eventuell ein anderes Elektro-Pokémon. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr noch richtig geile Ideen habt, auf die ich vielleicht eingehen werde. Von daher setzen wir jetzt erstmal wieder Aquavelle ein. Bye bye. Haha, Verwirrung für dich. Ich bin zwar auch manchmal verwirrt, aber nicht so wie du. Hoffentlich verlässt es sich selbst, dann ist das nämlich gut durch. Nein, Hyperzahn, lass mich in Ruhe. Bissattacke, Burns, ciao Radikal. Yeah, we did. Mist, versagt. Ja, ist klar. So, dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch den zweiten Trainer hier drüben vor. Wie kommst du hierher, Mann? Ich bin so einen Schalter gefunden, den habe ich dann aktiviert gehabt und dann kam auf einmal so eine Treppe und da bin ich halt dann runtergelaufen. Ganz einfach. Traumato? What the fucking hell? Nicht schlecht, aber wir haben Bissattacke, das ist sehr effektiv und so und daher ist Traumato ganz schnell Geschichte. Na, okay, doch nicht so schnell wie gedacht. Nein, 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 nein. Autsch, lass mich in Ruhe, mein Freund. Zack, ciao Traumato. Dafür halten wir 459 Erfahrungspunkte. Als nächstes kommt Machrolle in den Kampf. Wir bleiben bei Jason, der sollte diesen Kampf eigentlich noch schaukeln können. Sollte, muss aber nicht. Aqua Wave Bouncing. Ciao Machrolle. Machrolle wurde besiegt, wir halten 396 Erfahrungspunkte. Autsch, geschlagen. Tja, mein Freund. So, gibt's hier unten noch irgendwas? Ah, da kommen wir fürs Erste nicht durch. Okay. Mich aber ganz kurz mal gucken, was wir an sich noch an Tränken und so das Zeug dabei haben. Schutz, na, Schutz, Supertrank, noch 3 Stück. Naja. Damit werden wir schon irgendwie durchkommen hier. Nächstes Mal gehen wir noch ein bisschen shoppen. Von daher kümmern wir uns mal um die nächste Etage, um U2. Stock. Zweites Untergestock. So. Der Boss sagt, der Silph Scope macht Geister sichtbar. Ah, okay. Wenn es Geister sichtbar macht, dann hätte ich das gerne, weil Lavandia da, das wäre, ja, das wäre schon nicht schlecht. Gib mal her. So, okay. Sollte eigentlich eine Bissattacke reichen hier für Level 17 Zubat. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr Gegenwehr hier von Team Rocket erhofft. Also wirklich, das ist wirklich eine sehr lahme Vorstellung hier. Bis jetzt, also mir wirklich sagen, wirklich lahm. Aber ja, wird schon irgendwie noch gut gehen. Ich hoffe, dass vielleicht noch irgendein gescheiter Gegner auf mich wartet hier in dem Versteck. Aber bis jetzt bin ich da sehr enttäuscht. So, Jason hat wieder ein paar Erfahrungspunkte kurz vor Level 35. Vielleicht klappt es ja doch noch mit der Entwicklung in Art. Wäre ja geil, Mann. Wäre super. Yeah, Barnes. Ciao, Slimer. Zack, Level 35 für Jason. Somit zieht er gleich mit Aquila. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber das eine Level sollten wir eigentlich noch hinbekommen. Ich mache jetzt einfach mal wirklich einen sehr langen Part. Ich versuche es mal. Vielleicht schaffen wir es in dem Part noch hier komplett unten das aufzuräumen. Das wäre mal richtig geil. Aber das kommt drauf an, ob wir es auch schaffen. Deswegen haben wir noch Radikal vor uns. Sollte ich eigentlich hinbekommen. Boah, ey, was haltet ihr eigentlich von Team Rocket? So in der Serie, so Team Rocket, natürlich Jason und James, einfach, finde ich, der Oberknaller, einfach nur witzig. Aber so an sich im Spiel, dann nerven sie meistens ziemlich. Also zumindest in alten Silber auch. An jeder Ecke stand dann so irgendein blöder Typ eben, man musste so komische, elend blöde Verstecke durchmachen, wie jetzt hier zum Beispiel, wo ich jetzt gerade am Überlegen bin, wie das funktionieren soll. Da dann. Okay. Mondstein! Brauche ich eigentlich nicht mehr. Mal gucken. Er bringt uns zumindest mal in das Zwischenstück hier. Okay. Da finden wir den Verhöhner. Dann bam bam.
jetzt hier runter. Okay, dann muss ich kurz mal gucken. Runter, runter, hoch. Der bringt uns nicht weit. Der bringt uns wieder runter. Nehmen wir den oberen. Den ersten. So. Der bringt uns wieder zurück. Das heißt, wir müssen unten lang. Erstmal sagen, hier lang. Ah, der bringt uns wieder raus. Das heißt, nach oben. Super Drang für uns. Okay. Ich hätte das eine Item doch noch gerne gehabt hier. Mal gucken, wie wir da rankommen. Zack, zack, zack. Gleich hier am Anfang, oben. Wie, ah, geblickt. Einfach nur laufen. Okay. Zack. Sebi hat X-Tempo gefunden. Somit haben wir alle Items hier mitgenommen. Müssen wir erstmal wieder nach unten. Dauert einen kleinen Moment. So, hier. Der erste. Hier runter. Hier. Nein, hier wollte ich nicht hin. Kacke! Sebi. So. Nochmal das Ganze. So, so. Hier rum. Jetzt können wir weiter. Passt doch. Hier ist auf jeden Fall ein Fahrstuhl. Ein Telefon. Es ist besser, es nicht zu benutzen. Glaube ich auch. Verschiedene Lichter blinken. Hier können wir auf jeden Fall wieder hoch. Und hier ist ein Fahrstuhl. Ich würde sagen, wir werden als erstes mal den Weg hier weitergehen. Wieder im ersten Unkergeschoss. Hier warten zwei Rocket-Trüppel auf uns. Hier haben wir noch einen Hypertrank, der hilft uns noch später weiter. Und auf in den Kampf. Alarm, Alarm, Eindringlinge! Na, schrei doch nicht so rum, mein Freund. Ist doch nicht wirklich nicht nötig, jetzt ein bisschen rumzuschreien hier. So. Slimer fürs Erste. Och, ich will unbedingt noch den blöden Level Up jetzt haben. Komm schon, dann schaffen wir den Part noch. Danach werde ich wahrscheinlich zwar den Part dann beenden, aber das will ich noch schaffen hier. So. Bats. Ciao, ciao, Slimer. Bringt uns immerhin 385 Erfahrungspunkte. Als nächstes kommt ein Smog und der bringt knapp 400 Erfahrungspunkte, soweit ich mich noch recht erinnere. Ihr könnt mal so einen Smogmog oder so einen Slimog in den Kampf schicken. Das würde wenigstens mal ein bisschen fett Erfahrung geben. Aber nö, ihr müsst mit euren laschen Pokémon hier links, rechts um euch schlagen. Wobei jedes Team Rocket Mitglied fast immer das gleiche Pokémon dabei hat. Das ist irgendwie total unsinnig, aber sage ich jetzt mal nichts dazu. Aqua Wave. Barts und ciao, Baby. Bye, bye, Smogon. 487. Hab einen Kampf noch. Noch drei Pokémon. Und ungefähr noch drei Pokémon auf dem Level, auf dem Stand hier. Und jetzt hier den hier unten. Was willst du überhaupt hier? Ich habe da so Tore gesehen, die zu waren. Hättet ihr zufälligerweise so einen Schlüssel oder sowas? Wäre mal nicht schlecht. Oh. Okay, vier Pokémon, aber dann so, aber dann ratzfratz, Alter. Ist doch voll unnötig, ey. Hau ab, ratzfratz. Bye, bye. 231 nur, nee, kommt radikal. Dankeschön. Ein bisschen stärkeres Pokémon, ja. Aber ratzfratz, für was? Für was ratzfratz? Das ist doch so unnötig, echt. Am Anfang, so in den ersten paar Dingern, ist ratzfratz noch in Ordnung. Da kann man ratzfratz auch noch benutzen, aber einer Zeit braucht man es eigentlich nicht mehr. Guten Schlag, what the fuck? Okay, wenn du nichts Besseres zu tun hast, mach das ruhig. Wir setzen einmal Biss ein und schicken Radikal auf die Bretter. Also nächstes kommt nochmal ein Radikal, okay. So kann es weitergehen, so erreichen wir zumindest unser nächstes Level noch. Komm schon, Baby. Bam, Aqua Vele. Ciao-i. Nicht gereicht, verdammt. Ja, was hat das Viech für eine Verteidigung, Mann? Dass es wirklich so eine fette Attacke aushält, aber sag ich mal nichts dazu. Zack, Biss. Ciao, Radikal, du blöde Ratte. 471, hopp, noch ein Rat. Oh. Ratzfratz, Alter, ich glaub's nicht. Wieso Ratzfratz? Der bringt so wenig Erfahrungspunkte, Mann. Reicht das vielleicht doch noch? Reicht das für ein Level Up? Nein, reicht nicht, Mann! Machen wir halt noch einen Kampf in dem Part. Scheiß drauf, jetzt haben wir zwar schon fast eine halbe Stunde rum, aber das schaffe ich. Benutzt den Aufzug vom Boss. Was? Bossaufzug benutzen? Halt, wir kommen schon zum Boss? Fände ich ja schon mal krass. Ah, hier braucht man einen Öffner. Gut, also fehlt uns auf jeden Fall ein Öffner. Wo bekommen wir den her? Vier Untergeschosse. Wir finden den Boss niemals. Okay.
Dann würde ich sagen, auf ins nächste Geschoss. Wahrscheinlich ist ganz unten dieser blöde... da gibt es nochmal so Drehspielchen, okay. Dieser Start... Na, machen wir einfach den Trainer hier drüben. Den Pokerübel, der soll dann reichen, um den Level abzubekommen. Und dann können wir den... Werde ich den Part auch beenden. Er ging jetzt wirklich eine halbe Stunde. Auch sehr lange. Würde ich sagen, da kann man dann jetzt auch langsam einen Schlussstrich ziehen. Dann in dem Part schaffe ich das ganze Versteck jetzt leider nicht komplett durchzubekommen. Hätte ich jetzt noch ein bisschen, hätte ich nicht so viel Zeit vielleicht durch verplempert bei der Arena, hätte ich da ein paar Trainer ausgelassen. Hätten wir es vielleicht geschafft in dem Part, aber so reicht es leider nicht. Zack, Level 36 und das ist somit auf jeden Fall unser Entwicklung für Jason zu Turtok. Oh, ich finde es so geil. Das wird so episch. Komm schon, nochmal Aquawelle, ich will die Entwicklung sehen. Bans, ciao, mach holo. Bye, bye. Nur ein bisschen Erfahrungspunkte. Rollgetrübel ist kaputt. Und thank you. Bam, 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 geil, man, yeah, geil, yeah, geil, yeah, geil, geil, man, komm schon, komm schon. Bands! Geile Scheiße! Glückwunsch! Jason wurde zu Tour Talk. Talk, 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 Tour! Cool, somit dürfte eigentlich jetzt auch. Na, nicht der stärkste sein. Akila ist das stärkste Mitglied im Binde. Aber es ist, ja. Geile Scheiße! Würde ich sagen, werden wir hier auch den Part beenden. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch der lange Part gefallen hat, einen Daumen hoch, eine Bewertung. Einen Kommentar eventuell, je nachdem wie ihr lustig seid. Auch Kritiken üben könnt ihr auch gerne. Von daher würde ich sagen, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal, euer Sebi. Ciao Leute, bye.